bisschen. Also, warum bist du hier? Ich weiß nicht, das ist alles so. So eng, weißt du, so. So eingefahren. Weißt du, was ich meine? Weshalb bist du hier? Weil du mich gefragt hast? Nein. Du hast mich gefragt. Ja, aber du hast ja gesagt. Okay, aber warum warst du in der Bar? Weil ich die Hoffnung hatte, dass jemand wie du reinkommt und versucht, mich aufzureißen. Ich weiß es nicht. Ich wollte wissen, ob ich doch attraktiv bin. Ob ein wildfremder Mann mich attraktiv findet. Ich finde dich attraktiv. Ruth, würdest du bitte? Nein. Nein. Ihre Bitte. Ich weiß nicht, dass du es nicht tust. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du gerade unter Druck stehst und glaub mir, versteh dich immer. Ich weiß, dass du das nicht tust. Ich weiß, dass du niemanden verlenken kannst. Ich kenne dich, Miriam. Bitte, das bist du nicht. Bitte, Miriam. Bitte, leg das Gewehr weg. Bitte, leg das Gewehr weg. Bitte, leg das Gewehr weg. Du tust das nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Eigentlich bin ich heute mit meinem Mann verabredet. Also wir müssen es heute machen. Okay, gut, 7:30. Du, Harry, heute wird es wahrscheinlich länger dauern. Kannst du nach der Arbeit einkaufen gehen? Hm? Ja, klar, mache ich. Und du, musst du nicht auf die Uni? Ja. Warte dann draußen. Und was ist mit ihm? Wer? Dein Mann. Ah. Er heißt Josef. Er ist nichts Besonderes. Hat ein Durchschnittsgesicht, aber aussehen muss. Danke. Damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass du nicht gut aussiehst. Wirklich? Du findest, dass ich gut aussehe? Meine Frau sagt mir das nie. Warum reden wir eigentlich über sie? Sag du es mir. Ich habe heute Morgen die Tür zu Alfs Wohnung aufbrechen lassen. Er hat so friedlich gewirkt, als würde er schlafen. Es tut mir leid. Na dann, auf die Familie. Auf die Familie. Auf die Familie. Ich finde, das war ein sehr schöner Tag. Das sollten wir jedes Jahr wieder machen. Ja, das finde ich auch. Es war schön, euch alle drei wieder mal zusammen zu sehen. Aber ich glaube, ich sollte jetzt wirklich... Ja, da schließe ich mich an. Ich auch. Glaubst du, deine Frau würde je sowas machen? Nein. Sicher? Absolut, ja. Vielleicht kennst du sie nicht. Und was ist mit deinem Mann? Nein, ich glaube nicht. Bist du sicher? Ich glaube, so viel Fantasie hat er nicht. Ich habe schon mal getan, ich tue es wieder. Wisst
du dir sicher? Bist du dir ganz sicher, dass das ein Unfall war? Du warst dabei, du müsstest das wissen. Schon ein Kreuz mit der Erinnerung, oder? Irgendwie bleibt immer nur das übrig, was man gesehen haben will. Berühmte Spitze des Eisbergs. Du willst wirklich wissen, was drunter begraben liegt. Du willst wissen, was damals passiert ist. Eins schwöre ich dir. Dieses Mal trägst du die Verantwortung. Du kannst es dann. Du kannst dann damit leben. Bitte, bitte, du musst das nicht. Wenn sie sich, dann lass sie doch!